vielleicht verziehe mich jetzt wieder aus Ion. So sehen hier innerorts die Straßen aus. Unglaublich. Aber wenn man mal an die Plaza geht, die Stadtverwaltung, ein Palast aus Beton und Stahl, das einzig moderne Gebäude. Sie setzen halt Prioritäten. Da fasst du dir am Kopf. So, auf geht's. Und wieder einen Pass geschafft. Das war ein Ritt. Die Strecke ist die ganze Zeit so zerlöchert wie hier. Das waren jetzt bis 30 Kilometer oder so. Hier sind jede Menge Minen, die schweren LKWs unterwegs, alles kaputt gefahren, die komplette Straße. Das ist nur eine Hoppelei. So, jetzt geht's runter auf 4000, unter 4000. Da will ich mein Zelt aufschlagen. Schnauze voll für heute. Das sind nur so 7, 8 Kilometer, glaube ich. So, jetzt muss ich mir schnell was Warmes anziehen für die Abfahrt. So, gestern bin ich nicht mehr allzu weit gekommen. Bis auf 3600 Meter runter. Und hier habe ich übernachtet. Das ist eine Außenstelle vom Ministerium für Entwicklung und sowas. Ja, und da vorne war ich einkaufen. War gerade 5 Minuten im Laden, komm raus. Das Wetter hier richtig umgeschlagen. Fing es an zu nieseln und wurde dunkel. Weit wäre ich nicht mehr gekommen, es wäre eine kalte Nacht geworden. Dann sagt der Mann vom Laden, frag da mal, da kannst du übernachten. Wo bin ich her? Jo, mit Abendbrot und allem Pipapo. Sehr nette Leute. Warme Koje. Und jetzt trampel ich weiter. Meine Kette macht mir ein bisschen Sorgen. Steilberg auffahren kann ich nicht mehr. In den kleinen Gängen springt sie. Muss mir jetzt irgendwie, jetzt geht es aber meistens bergab, ich muss irgendwie bis, hier ist das Kaff, was weiß ich, ja, das sind 300 Kilometer von mir. Ist aber machbar. Es geht meistens bergab. So, jetzt will ich mir wieder auf die Socken machen und weiter trampeln. Ganz schön frisch hier oben. Na komm rum hier. Das ist die Staatsstraße Nummer 18. Also entspricht einer Bundesstraße bei uns. Völlig zerlegt vor den LKWs. Also die LKWs sind nicht schneller wie ich bergab. Unglaublich. Die Straße zieht 10 Kilometer vom Ziel, normale Register, feiner Highway, da vorne muss ich hin, da tobt ein Unwetter, da hinten tobt auch ein Unwetter, da scheint die Sonne. Ja, jetzt mal gucken, hoffentlich verzieht sich das, dass ich da runter kann. Irgendwo Platz zum Pennen, so entweder im Zelt oder Hospital, ja, mal gucken. Mal sehen, was man hier ist. So, ich bin in Cerro de Pasco. Das ist ein Bergbaukaff, völlig verseucht, kontaminiert, hier wird Blei abgebaut und Silber und was weiß ich. Und die Mine frisst langsam die Stadt auf. Ich wollte eigentlich nicht her, aber wie sich zeitmäßig gestern nicht mehr anders machen. Jetzt gucke ich mal, dass ich weiterkomme. Wenn ja nochmal eine Mine filmen. Abends ist hier richtig der Bär los, morgens gar nichts. Abends war hier richtig Alarm auf der Straße. Mal super essen, war nicht schlecht. Die Hospedaille war da oben, muss ich meine ganzen Klamotten und mein Fahrrad hochschleppen. Aber das war die einzigste Anständige, die ich gefunden habe. Die anderen sahen alle so vermucht aus. Wollte ich nicht haben. Naja, mach mich mal auf die Socken. Das ist der alte Teil der Mine. Rechts geht es rum nach Cerro de Pasco. Hat schon die halbe Stadt weggefressen. Und da liegt noch einiges unter. Also ziemlich reichhaltig anscheinend. Die werden die alte Stadt wohl komplett weghauen.
Das war mal einer der reichsten Städte in Südamerika hier. Es war sehr viel Silber zu holen. So, gehen wir mal weiter. Ich hoffe, dass nachher die Straße da hinten geteert ist. Von hier kann man das sehr schön sehen. Da ganz hinten ist Cerro de Pasco. Und da ist die Mine, die frisst sich langsam weiter. Die Minengesellschaft kauft so langsam alles auf und haut die Häuser weg. So, jetzt geht es da lang, kleines Stück bergauf und dann geht es erstmal 20 Kilometer bergab. Mal gucken, wie weit ich heute komme. Weiter geht's. Jetzt 10 Kilometer rausgefahren und das ist das nächste Loch in der Erde. Unglaublich. Unsere Gier nach Rohstoffen. Wir zerlegen hier alles. Jetzt verabschiede ich mich von dieser Hochebene. Das war der Test fürs Altiplano. Ich habe jetzt in 6,5 Stunden 90 Kilometer alles auf einer Höhe von 4100, 4200 Metern. Und das lief gar nicht so schlecht. Ich meine, ausnahmsweise Materstraße. So, hier links die ehemals höchste Bahnlinie der Welt, bevor die Tibetbahn gebaut wurde. Von Cerro de Pasco geht die runter bis an die Küste. So, und ab da vorne geht es erstmal abwärts. 170 Kilometer von 4220 oder sowas bin ich jetzt. Auf 3200. Es wird zwei entspannte Tage. Vielleicht mache ich heute aber noch einen richtigen Schlag. Jetzt ist es kurz nach 3. Und ziehe dann morgen komplett durch, weil zum größten Teil geht es abwärts. Und wenn es geteert ist, was da 150 Kilometer am Tag, kein Problem. Naja, auf geht's. Auf Wiedersehen, ihr 4000er. Schnauze voll von euch erstmal. Bis dann. Ciao. So, nachdem ich gestern schon so ein lauschiges Plätzchen hatte, in der Straße, heute wieder. Aber heute gibt es dafür Rührei à la Andino. Was braucht man dazu? Naja, Würstchen, Zwiebel, Tomate, Eier. Ja, und 3000 Höhenmeter. Die habe ich. 3120. So. Es wird wahrscheinlich wieder eine unruhige Nacht werden, weil hier die Autos immer durchfahren, das ist ja Hauptstraße. Letzte Nacht war es auch nicht gerade ruhig und es war schweinekalt. Ja, 30 Kilometer noch bis Huancayo. Die mache ich morgen Vormittag auf die Rasche. So, jetzt muss ich mich um mein Rührei kümmern hier. Zum Glück war ich noch einkaufen. Und Bruder Kristall ist auch dabei. Ohne den geht hier gar nichts. Ich sage jetzt schon mal gute Nacht.